So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel ist wieder Crusaders of the Lost Idols. Aktuell ist hier noch das Event aktiv. Ich glaube, ich habe hier auch noch ein bisschen Zeit. Genau, es geht noch über eine Woche, wo ich dann noch den neuen Crusader wieder einsammeln kann und weitere Kisten für Tier 3 diesmal wieder aktivieren kann. Im Moment bin ich eigentlich noch mittendrin in einem weiteren Idle-Lauf, also einem weiteren Lauf, um weitere Idles zu farmen. Und das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin jetzt gerade mal bei der Hälfte, weil ich habe jetzt die letzten Tage gar nicht so viel Zeit gehabt, das Spiel laufen zu lassen. So, und zwei neue epische Rezepte für Zombie-Winter und den Goldhund. Naja, epische Rezepte fehlen mir ja eh noch eine ganze Menge. Aber jetzt erstmal hier wieder alles. Mal gucken, ob ich die beide zu 100%, also die Kiste sollte ich auf jeden Fall zu 100% machen können. Mal gucken bei dem hier. Ah, genau, die haben keine Gear-Voraussetzungen, von daher sollte es kein Problem sein, die mit 100% zu belegen. Da kann ich dann auch diejenigen nehmen, die eben nicht komplett ausgestattet sind. Aber jetzt brauche ich noch männlich-weiblich mit dem und... Ja, das wird schon ein bisschen schwieriger, wenn ich da nicht einen von meinen Crusader nehme, die tatsächlich aktuell in Verwendung sind. Mal gucken, wenn ich den reinnehme, müsste ich zumindest einen König haben. Aber den will ich natürlich nicht gerade losschicken für 12 Stunden. Wobei es ist eh schon relativ spät und wahrscheinlich werde ich den heute eh nicht mehr unbedingt nutzen. Dann schicke ich den mal damit. Aber dann muss ich den nicht reinnehmen. Also, wenn ich dich mit draufsetze, dann ja, kriege ich so auch 100% zusammen. Ja, ganz zufrieden bin ich damit aber nicht. Also nochmal gucken. Andere Kombinationen. Ja, es geht auch ohne. Also ohne meinen Taya. Man muss halt nur ein bisschen flexibel sein. So, das gleiche jetzt für die Kiste. Da sollte es noch weniger Probleme geben, weil da gibt es mehr als genug Crusader, die das erfüllen können. Und da kann ich dann auch welche nehmen, die ja, das Gear nicht komplett haben oder nicht so in der Priorität vorne liegen. So, dann gibt es auch wieder eine Juwelen-Chest dazu. So, und noch die letzte Kiste. Da gibt es dann zwar Gear, Forderungen, aber die sind auch leicht erfüllbar, weil ich habe inzwischen so viele Crusader, die natürlich komplett ausgestattet sind. Da geht das auch ohne Schwierigkeiten. So, was gibt es noch für Missionen? Okay, Goldorama soll ich noch mal benutzen. Kein Problem. Und 10 Quests per Second is too much. Was? Ach so, ich klicke Rama zweimal. Dazu muss ich meinen Klicker reinholen. Also, einmal Katharina austauschen. Ne, einmal dich austauschen. So, muss ich ja eh bloß machen, solange ich draufklicke. Und in 5 Minuten kann ich das dann zweites Mal machen, dann ist es auch gleich erledigt. So, das, was ich heute noch mit euch machen wollte, ist nochmal im Hinsicht auf die Challenges. Inzwischen gibt es da einige abwechslungsreich. Also, ich habe schon mehrere verschiedene jetzt gehabt. Also inzwischen habe ich 8 verschiedene Challenges gehabt. Also das hier war mit dem Natural-Attribut, also dieses lilane. Kann ich mal dazu drauf gehen. Also das dritte Symbol in der Reihe war die Challenge, die erste oben in der Liste. Dann Helping Hands war, glaube ich, das mit dem Herzchen. Ne? Du bist nämlich hier ein Support-Crusader. Dann Animal House, klar, das sind die Tiere. Dann nur die Humans. Blessed from the Past, das weiß ich hier nicht mehr, welche Eigenschaft das war. Tanks and Spunks, ich glaube, das waren Klicker und eben die Tanks, die mit dem Schild. Dann Full DPS, das waren die Damage Maker. Und Domo Arigato waren jetzt tatsächlich nur Robot-Crusader. Und ja, was für die Challenges noch als Optimierung? Mal gucken, ob es im Shop jetzt schon neues... Ne, also es gibt noch kein neues
episches Gear, beziehungsweise kein goldenes Gear. So, die neue Challenge beginnt ja erst in 24 Stunden. Es dauert noch ein bisschen, aber die Strategie, um die es geht, von der ich auch an anderer Stelle gelesen habe, die ich euch noch mitteilen möchte, weil natürlich dadurch, dass die Crusader immer wieder spezialisiert sind, also beziehungsweise sehr eingeschränkt sind, ist es halt wichtig, dann zu gucken, ob man dadurch, dass man hier mit dem Disenchant arbeitet, das heißt, ich nehme dem hier die 5 Level weg. Welcher war das jetzt? Das war der Präsident Bill, na, dem werde ich das jetzt nicht wegnehmen, weil den benutze ich ja gerade. Aber bei den Crusadern, die ich normalerweise nicht einsetze, bei Sarah habe ich zum Beispiel hier das dann, als ich sie nämlich benutzt habe, in einem von den Wochen-Challenges, das hier halt hochgestuft und das kann ich dann halt wieder freisetzen, weil man verliert hier überhaupt nichts. Also das Material wird zurückerstattet, zwar nicht in den Kategorien, in denen man es verwendet hat. Also wenn ich jetzt Rare und Uncommon verwendet habe, dann bekomme ich trotzdem nur Common-Material zurück, aber zumindest so viel, um tatsächlich diese Stufe wieder zu erreichen. Und zusätzlich gibt es ja eben diese Münze hier, den Free-Craft, womit man dann eben so einen Catalyst, den man sonst bräuchte, eben nicht benutzen muss. Also kann ich hier einen Disassembler machen, dann geht das bis auf lila runter und ich kann letztlich sowohl die Materialien als auch diesen Level-Up dann irgendwo anders benutzen. Mal angenommen, ihr meinetwegen, es gibt eine Runde nur mit Elfen, dann kann ich hier nämlich das Crafting wieder einsetzen, kann die hier hochschieben und kann dann eben hier das Material verwenden, um bis Stufe 4 zu kommen. Also 250, 500 und 1000. Weil 1750 habe ich ja zurückbekommen. Genau, so. Und eben noch ein Upgrade. Das war jetzt ziemlich willkürlich da reingenommen natürlich. Aber ihr seht also, dass das durchaus hinkommt, dass man wirklich genau so viel Material zurückbekommt, um so ein Level wieder zu erreichen. Und das mit den Münzen ist ja schon länger, dass man da sich dann umskillen kann und einen anderen Wert nehmen kann. Das ist es eigentlich heute schon von Crusaders of the Lost Idols. Wie gesagt, es ist gerade aktuell das dritte Jahr jetzt für das Nate Candy Conundrum. Also das Oster-Event ist aktuell aktiv. Und da bin ich noch nicht wirklich eingestiegen. Im Moment sammle ich noch, damit ich dann nacheinander alle 5 Missionen erledigen kann. Dass ich eben hier dann natürlich mit dem 1100er anfange, um den Hasen zu bekommen und danach dann die 4 Missionen am Stück durchspielen kann, dass ich die nacheinander erledigen kann. Mal gucken, haben sie hier jetzt 750, ist schon ganz ordentlich, aber es sollte auch kein Problem sein, weil immerhin kann ich ja bei denen ja inzwischen auch bis Level 800 oder so weiter kommen und die sollten nicht schwieriger sein als die letzten Missionen. Und ansonsten hier gibt es glaube ich jetzt auch keine großen Neuerungen seit dem letzten Mal. Neue Tiers sind jetzt noch nicht hinzugekommen. Es soll demnächst eine Erweiterung kommen oder neue Missionen, die wahrscheinlich hier als drittes Tier auftauchen, wo es darum geht, die Grenze, ich glaube bei 306 oder 308 ist im Moment Schluss, was den DP das DPS angeht. Das heißt, darüber hinaus geht es nicht mehr. Also der Zähler bleibt dann stehen oder beziehungsweise wird sogar, ich weiß nicht genau, ob er dann so ein. Ich hatte einen Screenshot gesehen, wo er dann not defined irgendwie dargestellt wurde. Aber da soll es dann Möglichkeiten geben, dass der Zähler tatsächlich hier über Missionen anpassbar ist. Das heißt, dass man da ein paar Level mehr bekommt, um mehr Schaden zu machen. Mal sehen, inwieweit das notwendig ist. Also ich selber komme ja im Moment noch nicht bis in dieses Niveau. Ich weiß nicht genau, wo es aktuell endet. 200. 230 vielleicht, 240. Jetzt machen wir noch den Klicker fertig, damit ich da die Rubis bekomme. Ach ja, für die Rubis soll es auch demnächst, allerdings eher statt Wochen, eher in Monaten, noch eine weitere Verwendungsmöglichkeit geben. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Bedarf habt darum, die Rubis hier gegen Chests, gegen Juwelen-Chests auszugeben, vielleicht die Rubis noch ein bisschen aufheben und mal gucken, was da noch für Angebote kommen oder wofür die dann zukünftig verwendbar werden. Mal sehen. Auf jeden Fall, ich warte jetzt weiterhin darauf, dass hier wieder ein goldenes Gear kommt und 60, also ich muss ja eh noch einen Durchlauf machen, bevor ich wieder die 360 zusammen habe, um mir das nächste Gear kaufen zu können.
Aber inzwischen, ansonsten komme ich normal ganz gut in die 100. Hier habe ich es zeitlich nicht geschafft, das Spiel rechtzeitig laufen zu lassen. Also es war kein Schwierigkeitsproblem, sondern einfach nur ein zeitliches Problem, dass mein Spiel halt nicht gelaufen ist. Und deswegen sollte ich inzwischen auch ganz gut in die 100 kommen jeweils. Und noch mit dieser Upgrade-Strategie auf jeden Fall dazu, dass eben ein paar von diesen Level-Ups dann auf die Crusader umgebogen wird, die jetzt gerade erlaubt sind und die anderen das halt abgeben müssen erstmal. So, mal gucken, kann ich hier noch einen zusätzlichen machen? Ja, ist schon wieder zurückgesetzt. Das heißt, ich mache hier mal noch ein weiteres Legendary Crafting. Einfach nur, um letztlich diesen Reset immer wieder zu nutzen, weil ja eben nach einer Woche dieser Bonus aufgehoben wird. Also beziehungsweise dieser Anstieg aufgehoben wird. Das heißt, ich mache hier jetzt erstmal wieder die 2 und warte dann bis zum nächsten Reset, also bis zum nächsten in einer Woche, wo ich dann wieder für 1 einen von diesen Legendary Catalyst aufleveln kann. So. Aber soweit für heute von Crusaders of the Lost Idols.